Johannes, hör mal. Ja. Komm mal her. Ich habe den jetzt ja nun gefahren und mir ist aufgefallen, es ist wirklich so, der schaltet hart. Zwischendurch beim Beschleunigen springt er gleich zwei Gänge runter. Und ja, irgendwie fährt er nicht, ist nicht harmonisch. Okay, hat er denn einen Fehler irgendwie angezeigt? Nee, so eigentlich gar nichts. Dann lass uns den doch erstmal auslesen. Dann gucken wir mal, ob er einen Fehler im Fehlerspeicher hat. Oh, das ist eine gute Idee. Kein Fehler abgespeichert. Ja, aber beim Fahren durch das Fahrverhalten kann es auch daran liegen, dass eventuell zu wenig Getriebe drauf ist. Das wäre natürlich auch möglich, sollten wir uns angucken. Bei den Fahrzeugen ist es aber so, dass die kein Wechselintervall, was das Getriebeöl betrifft, haben. BMW sagt hier, das ist sogenanntes Lifetime-Öl. Der Wagen hat natürlich schon ein bisschen was gelaufen. Sollten wir uns mal angucken, wie das Öl aussieht und eventuell mal einen Wechsel in Betracht ziehen. Ja, dann lass uns doch machen. Ich guck mal hier im Handbuch. Da sind die Anweisungen, wie wir es prüfen können, wie wir es korrigieren können oder es wechseln können. Super, steht alles drin. Ja. Dann legen wir mal los. Ja, zuerst wollen wir ja den Ölstand im Getriebe prüfen. Dazu muss das Öl eine bestimmte Temperatur haben. Bei diesem Fahrzeug zwischen 30 und 50 Grad Celsius. Wir gehen auf die sichere Seite und sagen, wir nehmen den Mittelwert. Wir erwärmen jetzt auf 40 Grad. Dazu haben wir unseren Tester angeschlossen und können wir genau die Getriebeöltemperatur abrufen. Und wir erhöhen jetzt langsam. Dazu brauchen wir das Auto eigentlich nur laufen zu lassen bis 40 Grad. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mensch, ist ja ganz schön ölig hier. Woran kann das denn liegen? Weißt du das, Johannes? Ja, könnte sein, dass die Dichtung hier defekt ist. Und hier oben ist jetzt auch noch ein Stecker. Aha, da leckt es auch raus. Das ist eine Steckerbuchse am Gehäuse. Da sind Dichtungen drin. Ja, dann lass uns jetzt mal den Getriebeölstand prüfen. Dazu müssen wir das Fahrzeug laufen lassen und wieder die angegebenen 30 bis 50 Grad Getriebeöltemperatur erreichen. Ja. 45 Grad, passt. Kannst aufdrehen. Wie wir sehen, ist genug Öl auf dem Getriebe drauf. Schauen wir uns jetzt das abgelassene Öl mal kurz an. Hier kann man sehr schön den Unterschied zwischen dem gebrauchten und dem frischen Getriebeöl erkennen. Wir versuchen mal hier mit einer Taschenlampe durchzuleuchten. Wie ihr seht, da passiert nicht viel. Und hier kommt der Schein sauber durch. Das hängt damit zusammen, dass sich in diesem gebrauchten Öl mittlerweile Ruß, Staub und feinste Metallablagerungen zusammengefunden haben. Das verhindert natürlich ein sauberes Durchfließen durch die gesamte Getriebemechanik und kann unter Umständen zu den vorgenannten Symptomen und Fehlerbildern führen. Deswegen wollen wir jetzt das Getriebe immer wechseln. Johannes, guck mal hier. Ich habe gerade den Karton mit dem neuen Expert-Kit geholt. Schauen wir mal, was alles drin ist. Ja, das sieht ja super aus. Einmal diese Ölwanne mit dem Filter da drin, den man dann später beim nächsten Ölwechsel auch so rausnehmen kann. Dann braucht man nur den Filter wechseln. Spart man sich viel Material. Ich brauche nicht mehr die ganze Ölwanne wechseln, sondern nur den Filter. So, dann haben wir unser Öl hier komplett drin mit den ganzen Schrauben, die da alle gebraucht werden für die Ölwanne. Dann ein Ölzettel, dass wir es notieren können. Und zusätzlich haben wir hier, und das finde ich also immer sehr praktisch, auch gleich die Reihenfolge, wie die Schrauben angezogen werden müssen. Und Alternativen, was ist noch für Expert-Kits für Getriebeöle und Automatikgetriebe, 8-Gang- und 6-Gang-Getriebe gibt. Und hier ist diese Getriebehülse, wo du ja gerade eben gesagt hast, dass die ja an dem Fahrzeug undicht ist. Richtig. Mit den zwei neuen Dichtungen da gleich bei. Die wollen wir gleich auch austauschen. Was ich auch noch toll finde, dass die Magnete hier schon fest drin sind, dass wir die nicht verlieren. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das restliche Öl ab, bauen die Ölwanne ab und den Filter und machen alles neu. Ja. Warum machst du das denn, Johannes? Weil ich es kann. Ja, jetzt läuft der Rest des Öls aus der Ölwanne raus und man riecht schon. Kann man natürlich bildlich schlecht darstellen, außer wenn ich die Nase rümpfe. Das riecht sehr streng. Das ist auch ein Indikator für die Abnutzung. Oh, doch, wuff, 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 wuff. Oh. So, jetzt ist die letzte Schraube. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Guck mal, wie viele Späne hier auf den Magneten sind. Ja, und wie dreckig das Öl hier ist. Und ja, was für ein Abrieb, der auch überall drunten drin ist. Ja. Auch richtig milchig. Das ist ein Zeichen, dass da Wasser mit zwischen ist. So, wenn wir hier mal gucken, hier haben wir die Mechatronik. Das ist also das Wunderwerk der Technik, was hier mit Ventilen
das Schalten der Gänge steuert. Das sind auch die, die wir jetzt auch neuerdings im Programm haben, ne? Genau. Hier ist also die Verriegelung. Wenn wir die lösen, können wir gleich oben die Buchse wechseln. Ja, da sehen wir jetzt die Buchse und den dazugehörigen Stecker. Da sehen wir auch schon, wie stark der verölt ist. Auch das kann ein Ausfallgrund sein. Deswegen machen wir die natürlich mit neu. Deswegen ist es auch im Expect-Kit mit enthalten. Man kann anhand der neuen Buchse auch sehen, mit den dunklen Dichtringen. Das ist eine modifizierte Version. Ich brauche schon mal die neue Buchse ein, ja? Okay. So, vor der Montage der neuen Ölwanne reinigen wir einmal grob die Dichtfläche mit einem weichen Lappen, sodass kein Dreck oder Staub oder Schmutz dazwischen ist. Nachdem wir die Dichtfläche gereinigt haben, nehmen wir jetzt unsere Ölwanne, entfernen hier die Abdeckkappe, weil hier kommt das Öl rein, und setzen die Ölwanne an. Hier ist also sehr stark darauf zu achten, dass wir erstmal nur die Schrauben ansetzen. Die werden nämlich anschließend in einer bestimmten Reihenfolge mit Drehmoment angezogen. Das macht man, damit sich die Ölwanne nicht verkantet und die Dichtung überall gleichmäßig aufliegt. Wir drehen die Schrauben mit einem vorgeschriebenen Drehmoment von 10 Newtonmeter an. Dazu haben wir hier einen kleinen Drehmomentschlüssel. Und wir gehen wie folgt vor, um Verspannung zu vermeiden, wir fangen bei einer Schraube an, auf die gegenüberliegende, denn die nächste schräge, sodass wir rundherum immer überkreuz gleichmäßig anziehen. Und da fange ich jetzt mal mit an. So, ganz wichtig, nicht vergessen, den Stecker aufzustecken, sonst arbeitet er nachher nicht. Johannes, wie alt bist du? Ja, wir können weitermachen. Gut, dann gucke ich nochmal in den Nesterunterlagen, wie das jetzt alles mit dem Befüllen funktioniert. Ist dir ja ganz genau erklärt. Ich bereite mal unser Befüllgerät vor, damit wir dann jetzt gleich anhand der Anleitung aus dem Tester das passende Getriebeöl, speziell dieses ATF 6HP, was dafür verwendet werden muss. Anhand der Anleitung habe ich herausgefunden, dass wir 5 Liter Getriebeöl brauchen. Ich befülle jetzt erstmal unser Gerät damit, damit wir dann gleich das Getriebe damit befüllen können. Dieses Getriebefüllgerät ist sehr praktisch, weil du es eigentlich für jedes, ob Schaltgetriebe, Automatikgetriebe, DSG-Getriebe und so weiter verwenden kannst. Idealerweise mit dem Adapter-Set passend einmal für. Was sehr schön ist, man braucht kein Werkzeug dafür benutzen. Man kann es eigentlich so mit der Hand festziehen. Ja, wir füllen jetzt das Getriebe auf. Wir arbeiten hier nach der Überlaufmethode. Das heißt, wir füllen bis zur Unterkante des Schraubenlochs auf. Und was dann überläuft, da ist dann der richtige Stand. Jetzt sehen wir, dass es gleichmäßig tropft. Das heißt, das Öl steht jetzt etwa an der Unterkante. Wir drehen jetzt die Verschlussschraube wieder rein. Und ziehen Sie nur handfest. Jetzt haben wir das Öl aufgefüllt. Zu empfehlen ist einmal Motor starten, die einzelnen Gänge durchschalten, schauen, dass das Öl auch in dem gesamten Getriebe dann verteilt wird. Und das werde ich jetzt mal machen. Über den Tester schauen wir uns jetzt wieder die Istwerte an. Da wollten wir hier die Getriebeöltemperatur. So, die ist jetzt bei 22 Grad. Wir wissen, wir müssen zwischen 30 und 50 Grad. Wir werden hier auf Nummer sicher gehen wieder auf 40 Grad Getriebeöltemperatur. Wenn die Getriebeöltemperatur erreicht ist, wir haben ja gesagt zwischen 30 und 50 Grad, wir haben jetzt 40 Grad Getriebeöltemperatur, öffnen wir die Kontrollschraube und der Stand ist dann richtig. Wenn das Öl etwa ein Tropfen pro Sekunde heraustropft, dann haben wir den Stand genau an der Unterkante der Bohrung. Das prüfen wir jetzt.
Da wir jetzt sehen, dass noch nichts herausläuft, müssen wir noch auffüllen, bis es an der Unterkante steht. Ja, dann pumpen wir rein. So, jetzt sehen wir die vorhin erwähnte leichte Tröpfchenbildung hier. Das läuft jetzt also hier an dem Überlauf raus. So, jetzt haben wir den richtigen Stand. Jetzt drehen wir sie mit einem neuen Dichtring die Schraube wieder rein. Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, in diesem Falle 35 Newtonmeter, drehen wir jetzt die Öleinfüllschraube fest. Wegen der Umwelt und damit da keine weiteren Ölspuren am Fahrzeug sind, reinigen wir das. Dann können wir nach der Probefahrt auch genau gucken, ob auch alles sauber und dicht ist. Nach Arbeiten am Getriebe, auch bei einem Getriebeölwechsel, macht es Sinn, anschließend die sogenannten Adaptionswerte zurückzusetzen. Das machen wir hier mal am Tester. Ist hier unter Anpassung Einstellung. Und einmal Adaptionswerte zurücksetzen. Gerade eben hat Johannes euch gezeigt, wie ein Getriebeölwechsel bei einem BMW Typ E 6061 durchgeführt wird. Jetzt haben wir noch gemeinsam noch mal ein Modell aufgebaut, woran man auch mal erkennen kann, wo die Probleme liegen, wenn man einen Getriebeölwechsel nicht durchführt. Ich habe einfach mal hier eine kleine Probe von den Magneten hier aus der Ölwanne rausgenommen. Man sieht also hier schon die kleinsten Bestandteile, die dort am Magneten hängen. Diese Bestandteile müssen, man sehen, hier durch dieses Sieb zum Beispiel auch durch und was natürlich dann auch ganz schnell dazu sorgt, dass dieses Sieb blockiert oder dass die Filterung in diesem Sieb blockiert. Man kann wunderbar sehen, diese kleinen Kanäle und Bohrungen. BMW schreibt ja eine lebenslange Haltbarkeit des Getriebeöls vor. Was aber, wenn man das hier so mal betrachtet und diese Rückstände bei einer Laufleistung von ca. 160.000 Kilometern schon hat, was ja beim Auto dieser Bauform also geringfügig gut eingefahren ist eigentlich und nicht mehr, dann kann natürlich auch jeder sich denken, wie schnell mal hier eine Blockierung in den Kanälen passieren kann und das Getriebe nicht mehr schaltet bzw. ein Getriebeschaden passieren kann. Ich mache jetzt Probefahrt. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie er sich verhält. Okay, bis gleich, ne? Bis gleich. Und wie ist? Super, fährt sich total anders. Wird garantiert auch weniger Spritverbrauch, weil er schaltet viel früher und schaltet viel sanfter. So, jetzt von uns beiden noch zum Schluss ein paar Anmerkungen zu dem Video, was ihr euch gerade angeschaut habt. Wir haben hier den Ölwechsel am Automatikgetriebe durchgeführt. Dazu muss man wissen, dass sich immer noch ein Rest des Öles im Ölkreislauf befindet. Wir haben einen Wandler, wir haben Leitungen, wir haben Ölkühler. Das läuft natürlich selbstständig nicht raus. Wir haben jetzt wie viel Prozent etwa gewechselt? Circa 75% des alten Öls haben wir wohl jetzt gewechselt. Wir haben einen Restbestandteil noch, das genügt aber in diesem Fall. Wenn man das komplett wechseln möchte, dann muss man eine Ölspülung durchführen. Für diese Ölspülung haben wir Expert Kits XXL, um mit dem erforderlichen Getriebespülgerät dann die richtige Menge Öl zum Spülen zu haben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Solltet ihr noch Fragen und Anregungen haben, hinterlasst uns einen Kommentar.